Herzlich willkommen, liebe Lena Gorelick. Ihr Vater soll Ihnen früher geraten haben, skandinavische Krimis zu schreiben, weil man damit besser Geld verdient. Ich bin so froh, dass Sie seinem Rat nicht gefolgt sind, denn stattdessen gibt es Bücher wie dieses hier. Sie verarbeiten in Wer wir sind, die gemeinsame Ausreise ihrer russisch-jüdischen Familie von Russland nach Deutschland, von St. Petersburg nach Ludwigsburg, 1992 als sogenannte Kontingentflüchtlinge. Dort beginnt die Suche nach der eigenen Identität in einer fremden Kultur. Es ist eine Geschichte von Scham, von Einsamkeit und Entwurzelung, aber es ist auch eine Geschichte von elterlicher Liebe, von Zusammenhalt und vom Wurzelnschlagen. Es ist ihre ganz persönliche Geschichte, die aber doch exemplarisch steht für viele Biografien hierzulande. Wir sind ein Land, in dem es möglich ist und in dem es möglich sein muss, eine neue Heimat zu finden, Wurzeln zu schlagen, anzukommen. Wir haben keine gemeinsame Muttersprache, meine Kinder und ich. Wenn sie weinen oder wenn sie schlafen, flüstere ich ihnen auf Russisch zu streichelnde Worte. Es gibt mehr Platz für Zärtlichkeit in der russischen Sprache. Auf Deutsch bringe ich ihnen bei, die Stimme auch für sich selbst zu erheben. Wir haben hier die Fragen, vielleicht wollen Sie auch mal mit drauf schauen. Es ist ja ganz spannend, was Sie geantwortet haben auf die Fragen. Ja, zu Hause ist schon, wo ich mich wohlfühle, der Ort, verbunden allerdings auch mit der Kindheit, aber die habe ich ja zurückgelassen, bin weg von meinem Heimatort und lebe nun schon lange in Stuttgart und ist mir zur Heimat geworden. Also ich habe mich eigentlich immer wiedergefunden in den Situationen, wo sie darüber sprach, wie sie sich in der Sprache wiederfindet. Ich habe auch viel im Ausland gelebt und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich die Sprache nicht spreche, dann kann ich einfach nicht ich selbst sein. Vielleicht für alle, die das Buch nicht gelesen haben, es gab eine Frau, die auf einem schwäbischen Bauernhof lebte und die sehr zufällig in dieses Asylantenwohnheim kam und die einfach vom Land kam und auch nicht mit einem Wissen und auch nicht mit dem Gedanken eines ehrenamtlichen Engagements kam, sondern eher zufällig. Und die uns Kinder mit auf den, weil wir fanden sie toll, weil sie einen VW Passat fuhr. Und den fanden wir ganz toll, weil man hinten in den Kofferraum klettern durfte. Und wir wollten immer in den Kofferraum klettern und irgendwann mal hat sie uns gefragt, ob wir im besagten Kofferraum mal nicht auf den Bauernhof mitfahren möchten. Zum Glück haben unsere Eltern uns mitfahren lassen und da habe ich Schwäbisch gelernt. Es gibt heute, also vor allem in Berlin, aber auch in anderen Städten, gibt es einfach, also auf der einen Seite sehr viele religiöse Strömungen, aber es gibt eben auch areligiöses, kulturelles jüdisches Leben. Es gibt jüdischen Streit, das bedeutet einfach, dass sehr viele Menschen unterschiedlicher Vorstellungen zusammenkommen. Und das ist etwas, was ich als sehr schön und befreiend erlebe. Wobei man sich ja vielleicht auch klar machen muss, die Vielfalt heißt nicht gleich Harmonie automatisch. Nee, das ist ja auch das Schöne am Menschensein. Also Vielfalt heißt die Möglichkeit zur Entwicklung. Und Vielfalt ist ja letztendlich das, was Demokratie ermöglicht.